Titel des heutigen Vortrages: Sati Sambhacanya, achtsam und wissensklar. Wozu, wann, wo und wie? Es ist ein eher technischer Vortrag über ein sehr praktisches Thema. Und vielleicht müsst ihr etwas zusätzliche Aufmerksamkeit und Konzentration aufbringen, um den Faden zu behalten. Die Pali-Begriffe Sati und Sambhacanya werden meist mit Achtsamkeit und mit Wissensklarheit übersetzt. Dabei geht es um Geistesqualitäten, die in den meisten buddhistischen Traditionen ganz zentral sind, wobei sie in den Mahayana-Schulen anders benannt werden. Ich möchte hier die Einführung in das Satipatthana Sutta lesen, Buddhas Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit. In dieser bekannten Lehrrede wird eigentlich der ganze Weg zur Befreiung im Rahmen der Theravada-Tradition erläutert. Und das hier ist nur die Einleitung. So habe ich es gehört. Einst weilte der Erhabene im Lande der Kurus, bei einer Ortschaft mit Namen Kammasadamma. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche. Ihr Mönche? Ehrwürdiger, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen. Und der Erhabene sprach also: Dieser eine Weg führt zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Leiden und Schmerz, zur Gewinnung des rechten Weges, zur Verwirklichung des Nibbana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Welche vier? Ich hoffe, es kommt euch bekannt vor. Da weilt man beim Körper in Betrachtung des Körpers eifrig mit Wissensklarheit und achtsam, ohne Verlangen und Ablehnung für diese Welt. Da weilt man bei den Gefühlstönungen, Vedana, in Betrachtung der Gefühlstönungen eifrig mit Wissensklarheit und achtsam, ohne Verlangen und Ablehnung für diese Welt. Da weilt man bei Geist und Herz in Betrachtung von Geist und Herz eifrig mit Wissensklarheit und achtsam, ohne Verlangen und Ablehnung für diese Welt. Und Nummer 4, da weilt man bei den Objekten des Geistes und Herzens in Betrachtung der Objekte des Geistes und Herzens eifrig mit Wissensklarheit und achtsam, ohne Verlangen und Ablehnung für diese Welt. Das ist eine andere Version der kompletten Meditationsanleitungen. Heißt, mit Achtsamkeit oder achtsamem Gewahrsein und klarem Verständnis oder eben Wissensklarheit soll man Körper, Gefühlstönungen, Geisteszustände aller Art und alle anderen Erfahrungen betrachten. Und wozu das gut sein soll, wird auch gesagt. Es dient der Überwindung von Kummer, dem Schwinden von Leiden und dem Verwirklichen des unbedingten Nirvana. Die Praxiswege, die der Buddha aufgezeigt hat und die in späteren Traditionen aufgezeigt wurden, dienen alle dem Vermindern von Leiden und dem Vertiefen von Glück, innere Freiheit, Verbundenheit. Und die wesentlichste Dimension auf diesem Weg ist die des Erwachens, die der Befreiung. Letztlich der unerschütterlichen Befreiung des Herzens, wie es der Buddha auch beschrieben hat. Um dies wirklich zu verstehen, muss man sich zuerst darüber klar werden, was gemeint ist mit Befreiung. Manche denken beim Wort Freiheit vielleicht an die Möglichkeit, wählen zu können, die bevorzugte Biermarke, vielleicht lieber Cardinal als Heineken, oder die Frühstücksflocken, lieber Bio-Knusperli als Kellogg's, oder vielleicht gar lieber SVP statt SP oder Grüne, für Übersetzung für einige von euch, vielleicht lieber AfD statt SPD. Das sind sicher Freiheiten. Und die politischen vor allem sind auch ganz wichtige Freiheiten. Und die haben wir alle, jedenfalls im Moment noch. Was aber Freiheit oder innere Befreiung im spirituellen Sinne
so wie sie Buddha verstanden hat, was es bedeutet. Frei sein von Klesha und Karma. Ganz kurz formuliert heißt das, frei sein von getäuschter Wahrnehmung der Wirklichkeit und frei sein von den entsprechenden unhilfreichen, leidvollen Emotionen wie Verlangen, Anhaften, Ärger und Hass, Neid, Eifersucht, Dünkel und dem ganzen Rest. Das bedeutet frei sein von Klesha. Ist nicht ein besonders glückliches Wort, Klesha, aber eine Übersetzung. Jedes Mal, wenn wir es brauchen, die ganze Übersetzung zu verwenden, ist eben auch ein bisschen umständlich. Klesha sind täuschende und quälende, leidenschaffende Geistesfunktionen. Und es gibt kein Wort, weder in Englisch noch in Deutsch. Und darum brauche ich manchmal Klesha, weil sonst muss ich immer den ganzen Rattenschwanz sagen. Bei Karma ist es gerade ähnlich. Befreiung heißt auch frei sein von Karma. Und in sehr kurz heißt das frei sein von all den vielen leidvollen inneren und äußeren Gewohnheiten. Und Befreiung von Klesha und Karma ist also die Befreiung von allem inneren Leiden. Jetzt nicht, solange wir in diesem Leben leben, nicht vom körperlichen Leiden, aber von aller Art von emotionalen, mentalen Leiden. Das ist eine große Nummer. Der Buddha sagte, was ist dieses Ziel? Es ist das Versiegen von Begierde, Hass und Verblendung. Es ist das Ende des Leidens. Und für die so Befreiten, in deren Herz tiefer Friede wohnt, gibt es nichts mehr, was noch zu tun wäre. Still sind ihr Herz und ihr Geist und frei. Nur korrekt verstandene Praxis und Meditation führen in diese Richtung. Also ganz, ganz wesentlich, dass wir wissen, ganz genau wissen, was wir tun, wenn wir wirklich in diese Richtung weiterkommen wollen. Einfach so meditieren reicht nicht, außer es ist wie wenn wir 20 Wege durch den Wald hätten oder 50 oder noch mehr und dann zufällig den richtigen erwischen würden vielleicht. Hat man ja ab und zu Glück in diesem Sinn. Aber viel sinnvoller ist es, die Karte anzuschauen und klar zu schauen, wo es durchgeht, dorthin, wo man hin will. Hier heißt es vor allem, Sati, Achtsamkeit allein genügt nicht auf diesem Weg. Es braucht nebst vielem anderem auch Wissensklarheit, eben Sampajanya. Achtsamkeit ist ein wesentlicher Aspekt der Meditation, aber sie ist auch anderswo wichtig und verbreitet. Und wenn ihr gut zugehört habt vorhin bei der Beschreibung des Satipatthana Sutta, bei der Einleitung des Satipatthana Sutta über die Grundlagen der Achtsamkeit, heißt es immer, da weilt man, Beispiel beim Körper, in Betrachtung des Körpers, eifrig, mit Wissensklarheit und achtsam. Sampajanya Satima. Das heißt nicht einfach achtsam, das heißt mit Wissensklarheit und achtsam. Das Thema hier. Achtsamkeit ist wesentlich, offensichtlich. Aber sie ist auch anderswo verbreitet und in anderen Zusammenhängen wichtig. Einbrecher müssen achtsam sein, wenn sie geräuschlos in ein Haus eindringen wollen. Jäger müssen achtsam und konzentriert sein, wenn sie erfolgreich das Wild anpirschen wollen. Viele Athleten, besonders Tänzerinnen, Mimen und andere Performer, müssen höchste Achtsamkeit und Präsenz kultivieren, um ihre Kunst auf hohem Niveau ausüben zu können. Viele von ihnen müssen demnach eigentlich erleuchtet sein, befreit sein bei so viel Achtsamkeit. In den Pali-Texten, und ich kann das selber nicht überprüfen, aber hat man mir oft gesagt von Leuten, die mehr davon verstehen als ich, dass Sati, der Begriff für Achtsamkeit, fast immer zusammen mit Sampajanya, mit Wissensklarheit erscheine. Also Achtsamkeit und Wissensklarheit. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Eben wie es in der Satipatthana-Lehre heißt, hier weilt man in Betrachtung des Körpers, der Gefühle,
des Herzgeistes oder der Geistobjekte eifrig, wissensklar und achtsam. Sati, Achtsamkeit, ist klar, aufmerksam und präsent sein, in unmittelbarem Kontakt mit der Erfahrung des Moments, diesem jetzigen Moment, was wir hier immer üben. Was bedeutet nun aber Sampajanya genau? Ist auch schon verwechselt worden mit Samtpyjama, das ist etwas anderes. Das Wort ist verwandt mit Panya, Erkenntnis, Weisheit. Samprajnata heißt etwa so viel wie Bewusstheit. Und Kaun übersetzt es als Bewusstseinsklarheit, Nanaponika als Wissensklarheit, das ist die Übersetzung, die ich brauche. Im Englischen wird es oft als Clear Comprehension, klares Verstehen, übersetzt. Das ist eine noch unausgereifte Form von Weisheit. Nyanaponika Mahathera sagt über diese Wissensklarheit, das ist ein längeres Zitat, unser Geist kann sich einer aktiven Stellungnahme zu sich selber und zur Außenwelt nicht entziehen. Er muss wählen, er muss werten, er muss entscheiden und urteilen. Hier ist es nun Wissensklarheit, eben Sampajanya, der wir diese drei Funktionen anzuvertrauen haben, nämlich ein Handeln, ein Sprechen und ein Denken, das zweckbewusst ist und zweckdienlich, wirklichkeitsgemäß und in Einklang mit unserer tiefsten Erkenntnis. Also Achtsamkeit plus richtungsgebendes Verständnis von dem, was wir tun wollen im Leben und vor allem hier in der Praxis. Wissensklarheit ist also gleichbedeutend mit Erkenntnis und Weisheit, von der sind wir noch eine Anaponika, von der alle unsere Lebensäußerungen in Tat, Wort und Gedanken bestimmt werden oder bestimmt werden sollten. Also Achtsamkeit zusammen mit einer bewussten Richtungs- oder ausrichtungsgebenden und wirklichkeitsgemäßen Weisheit. Wozu, wann, wo und wie wird diese achtsame Wissensklarheit angewendet? Wozu, habe ich bereits erklärt, nämlich zum Zwecke der Befreiung. Nyanaponika hat es etwas detaillierter dargestellt. Wissensklarheit dient der Erkenntnis, der Schulung und Formung von Herz und Geist und letztlich der Befreiung. Wir brauchen also die Wissensklarheit nicht nur zum Zwecke der Befreiung, sondern auch, um Herz und Geist zu schulen. Das heißt, um Verlangen, Ablehnung und Verblendung abzubauen und um Großzügigkeit, liebevolle Güte und Weisheit zu kultivieren. Was ist das wozu? Wann sollen wir die achtsame Wissensklarheit anwenden? Natürlich jederzeit, nach bestem Können und Vermögen. Vor allem heißt das nicht nur an Retreats und Meditationstagen, sondern eben soweit wie immer möglich im Alltag oder anders gesagt im Leben. Wie ein Text sagt, unerlässlich ist eine Kunst des Lebens, die einen befähigt, jegliche Tätigkeit als eine Hilfe auf dem Pfad zu benutzen. Dass wir unseren Alltag nicht so leben, dass wir ein bisschen praktizieren, aber ganz vieles ist eine Störung und gehört eigentlich nicht dazu, sondern dass wir schauen, was es brauchen würde, damit alles, was wir tun und tun müssen im Alltag, eine Hilfe auf dem Pfad wird. Wo sollen wir die achtsame Wissensklarheit anwenden? Überall. Als erstes möchte ich ein paar allgemeine Punkte nennen, das heißt, nicht besonders Dharma bezogen. Es geht dabei um eine Art umfassende Übersicht und Bewusstheit in unserem Benehmen und Verhalten. Das ist eine Art vielleicht panoramische Achtsamkeit. Hier ein paar banale, aber klassische Beispiele, halt doch jetzt aus dem Meditationskurs und Retreat-Umfeld, weil wir jetzt gerade uns da aufhalten. Das ist ein Ort, wo man ja grundsätzlich Achtsamkeit besonders intensiv übt. Und die Beispiele, die
betreffen niemanden von uns. Okay? Beispiel, ganz achtsam und langsam schöpfe ich mein Essen, ohne im geringsten wahrzunehmen, dass noch 30 Leute hinter mir stehen, die auch baldmöglichst noch etwas warmes Essen haben möchten. Möglicherweise tatsächlich achtsam, wirklich achtsam, aber der Überblick fehlt, der Kontext, die Bewusstheit in Bezug auf den Kontext. Oder ganz achtsam stelle ich meine gebrauchte, schmutzige Tasse auf den Eingangstisch, ohne auch nur für einen Moment zu merken, dass dieser Tisch wunderschön geschmückt worden ist und den Mitmeditierenden vielleicht ein Gefühl von Freude oder von Umsorgtheit zu vermitteln. Und hier auch vielleicht fehlt da nicht Achtsamkeit beim Hinstellen, kann man nicht beurteilen. Aber hier auch wieder eine umsichtige oder vielleicht panoramische Wissensklarheit, Kontext, der mit der Achtsamkeit zusammen notwendig ist oder hilfreich ist. Mein eigenes Beispiel, an dem ich ganz eindeutig den Unterschied zwischen Achtsamkeit und Wissensklarheit wahrgenommen habe, war an einem langen Retreat, der recht lange, also es ist ein viel größeres Zentrum als hier, der recht lange Weg vom Zimmer zur Halle ging durch den Esssaal. Man musste durch den Esssaal und ich war unterwegs, um im Esssaal etwas zu holen. Meistens geht man durch den Esssaal in die Halle. Und ich machte mich mit größter Achtsamkeit Schritt um Schritt auf den Weg. Und erst kurz vor der Meditationshalle, oder vielleicht möglicherweise schon drin, bin ich aufgewacht. Ich hatte den Esssaal äußerst achtsam durchschritten. Es war nicht, dass ich unachtsam war, aber ich wusste, ich habe vor lauter Achtsamkeit einen Kontext vergessen. Das wäre Sampajanya gewesen. Auch noch sich zu erinnern, was ich eigentlich, wohin ich eigentlich wollte, was das Ziel war. Achtsamkeit ohne Wissensklarheit. In den Texten heißt es im Weiteren, zur Wissensklarheit oft, ist ein sehr einfaches Beispiel, aber man weiß, dass man den Arm beugt, man weiß, dass man den Arm streckt. Die Achtsamkeit ist in unmittelbarem Kontakt mit den Empfindungen im Arm. Also ist die Achtsamkeit, die spürt, was es zu spüren gibt an Körperempfindungen in dieser Bewegung. Wissensklarheit weiß, was läuft. Eben, strecken, ein Wecker anders hinstellen. Und die Achtsamkeit spürt, was spürbar ist. Oder es heißt, man weiß, dass man nach links schaut, man weiß, dass man nach rechts schaut, man weiß, wenn man nicht nach rechts schaut. Es ist also nicht nur die unmittelbare Achtsamkeit des Sehens, sondern auch Wissen, wohin der Blick geht, was gerade läuft innerlich. Es braucht beides. Vielleicht ist es euch oder jemandem, der neben euch gegangen ist, auch schon passiert. Man geht sehr langsam, sehr achtsam. Wird immer noch ganz langsam, achtsam gegangen. Auf die Berge oder jemand, der auf der anderen Seite entgegenkommt. Ist das euch noch nie aufgefallen? Man weiß ja nicht, was innen drin läuft. Zu wissen, wo die Achtsamkeit ist und was zu spüren ist und gleichzeitig zu wissen, was sonst noch läuft, den größeren Überblick zu behalten. Wo genau wir die Wissensklarheit anwenden sollen, wird auch durch die vier Grundlagen oder Patanas umschrieben. Im Körper, und zwar in den vier Körperhaltungen, gehen, stehen, sitzen und liegen. Und nach einer Anekdote in den Lehrreden auch noch dazwischen, also in den Übergängen, beim Aufstehen, beim sich hinsetzen, beim sich hinlegen und so weiter. Im Körper. Dann in den Gefühlstönungen von angenehm, unangenehm oder dazwischen, also neutral. Dann in Herz-Geist mit all seinen Regungen, Emotionen und anderen Eigenschaften und in den anderen Sinneserfahrungen wie Sehen, Hören,
Geruch, Geschmack, Denken, all das. Einfach gesagt, jederzeit, überall, mit jeder Erfahrung dieses Moments. Was nun hier besonders wichtig ist, ist die Wissensklarheit in Bezug auf die Natur, das Wesen jeder Erfahrung. Es geht also vor allem darum, das Augenmerk auf die allgemeinen Merkmale oder Charakteristiken aller Dinge, aller Erfahrungen zu richten. Das ist vielleicht die wesentlichste Funktion von Sampajanya. Und zur Erinnerung, die Merkmale aller Dinge sind oder die Natur aller Dinge ist, dass sie sich ständig verändern. Wandel, Vergänglichkeit. Ihre Unzulänglichkeit in dem Sinn, dass sie nicht hinreichen. Sie können uns befriedigen, sie bringen, wenn es klappt, eine gewisse Erfüllung. Aber die verändert sich wieder, die reicht nicht. Manchmal, weil sie schon gerade wieder vergeht und manchmal nicht mal das. Manchmal reicht der erste Hit, aber der zweite schon nicht mehr. Und sie sind in sich selbst nicht solid, nicht ergreifbar, nicht fassbar, sie sind nicht unabhängig in sich selbst existierend. Sie sind prozesshaft. Alles. Was wir sind, wie wir denken, unser Körper, unser Geist, unsere Gefühle, unser Haus, der Boden, die Wolken, die Berge, alles. Wenn unsere Achtsamkeit und unsere Wissensklarheit diesem Zweck dienen, also da hinzuschauen und da weise interessiert und weise hinzuschauen, dann sind wir auf dem Weg der Befreiung, sonst nicht. Also hier sitzen oder gehen oder stehen und wirklich achtsam sein ist gut. Dazu innerlich ruhig und gesammelt sein, sehr gut. Achtsam, ruhig und gesammelt sein mit dem Augenmerk auf der Wissensklarheit in Bezug auf den ständigen Wandel, auf das Wesen des Leidens, die dynamische, nicht festhaltbare Natur, der Moment-zu-Moment-Erfahrung, das ist exzellent. Genau das drückte der Buddha in einer anderen Lehrrede aus. Was bedeutet gründliches Verstehen oder eben Wissensklarheit? Beim Beugen oder Strecken des Armes versteht man Vergänglichkeit gründlich. Also man ist nicht nur achtsam, sondern man sieht, wie sich das alles schon wieder verändert, während wir den Arm strecken oder beugen. Beim gerade Ausschauen oder auf die Seite schauen, versteht man Vergänglichkeit gründlich und so weiter. Also wir sind nicht nur achtsam, sondern wir sehen auch, was es Wesentliches zu sehen gibt. Es ist das Verständnis von der Veränderlichkeit, Unstetigkeit, Vergänglichkeit aller Dinge und von der Un- oder Nicht-Erfassbarkeit allen Seins, welches Loslassen und das Ende des Anhaftens bewirkt. Und genau das bringt Befreiung. Und es ist immer wieder gut zu hören, immer und immer wieder gut zu hören. Es ist das nicht mehr ergreifen, das Befreiung bringt. Und nicht irgendein Zustand, den ihr langsam aber sicher irgendwie einmal dann hinkriegt, wenn ihr nur angestrengt genug praktiziert. Und dann irgendwie Bingo. Und dann ist alles gut. Und natürlich denken wir nicht so, aber irgendwo sitzt das ganz tief drin. Erleuchtung ist kein buddhistisches Wort. Buddhistisch heißt es Erwachen zur Wirklichkeit. Aber bei uns ist das drin. Das irgendwie fängt es an zu leuchten und dann, was ich meine, ist da wirklich hinzuschauen. Es ist das definitive, endgültige Loslassen von Ergreifen, von Erfahrung. Klingt nach wenig. Das ist der tiefste Friede. Und das wird möglich, wenn wir sehen, dass die Dinge gar nicht ergreifbar und festhaltbar sind, weil sie sich ständig verändern, weil sie so prozesshaft sind und weil da eh niemand ist, der das festhalten und kontrollieren könnte. Das ist das wirkliche Hineinakzeptieren in die Wirklichkeit, wie sie ist. Nicht eine Erfahrung,
die jenseits der Wirklichkeit ist, die viel besser ist als unsere Wirklichkeit. Und darum ist es so wesentlich, dass wir uns der Wirklichkeit zuwenden, dass wir achtsam sind von dem, was ist. Nicht versuchen zu meditieren, um irgendwo hinzukommen, wo die Wirklichkeit nicht ist oder anders ist oder ausschließlich toll ist. Und nun zur Frage des Wie. Wie praktiziert man Sati Sampajanya? Atape in Pali. Eifrig. Mit Kontinuität, Interesse und Ausdauer. Das sagen nicht wir. Wiederholen es nur. Sagen die, die wirklich durchblicken, die mussten auch eifrig, kontinuierlich, mit Interesse und Ausdauer. Ich könnte auch von Gründlichkeit sprechen. Achtsamkeit muss gründlich sein in der unmittelbaren Betrachtung der Moment-zu-Moment-Erfahrung. Wissensklarheit muss gründlich sein in ihrem Interesse an der Natur der Dinge, an ihrer Vergänglichkeit eben, an ihrer Unzulänglichkeit eben, ihrer Nicht-Selbstexistenz eben. Und als letzten Punkt möchte ich noch eine vierfache Aufteilung von Wissensklarheit nennen, einfach um noch mehr Relief zu geben. Eine vierfache Aufteilung, die in den Kommentaren erwähnt wird. Die vier Arten von Wissensklarheit sind Wissensklarheit über Zweck und Ziel. Wir wissen, wo es hingeht. Wissensklarheit über Eignung und Nutzen. Damit wir wissen, welche Umgehensweisen, welche Anwendungen hilfreich sind und nützlich. Wissensklarheit im Meditationsbereich, werde ich erklären. Und viertens Wissensklarheit der Nichtverblendung. Nummer eins, Zweck und Ziel bedeutet, dass wir unsere Ideale oder eben was uns wesentlich ist im Leben und hier eben das, was Befreiung ermöglicht, für uns selbst und für andere, dass wir das klar im Auge behalten. Es hilft gegen Leerlauf, gegen Zerfahrenheit und Ziellosigkeit. Es unterstützt uns entgegen manchen nicht so hilfreichen emotionalen Gewohnheiten, das zu tun, von dem wir wissen, dass es echt hilfreich ist. Ich habe mich etwas schwer getan mit Beispielen, aber ich versuche es denen, die ich habe. Ich war noch nie auf dem Jakobsweg, aber ich stelle mir vor, ich habe viele Freunde, die waren und die erzählen, was da alles so läuft. Also, ich wandere auf dem Jakobsweg und möchte wirklich nach Santiago. Das ist mein Ziel. Ist noch weit. Santiago ist mein Ziel. Ich bin schon lange unterwegs, habe schon bis in die Biscaya geschafft. Dort finde ich einen wunderschönen Strand, tolle Beach. Und es gibt auch eine Tauchschule dort. Und das ist wahnsinnig spannend. Ich nehme Tauchunterricht. Wow. Wie war das mit Santiago? Das ist die mangelnde Wissensklarheit von Zweck und Ziel und Ausrichtung. Sie war da und dann ging sie verloren. Vielleicht kommt sie wieder, dann können wir tauchend bis nach Santiago. Eine ganz große Unterstützung in dieser Hinsicht ist sicher das tägliche Klären der Zuflucht oder Lebensausrichtung und Praxisausrichtung. Und auch das Stärken unserer altruistischen Motivation, Bodhicitta, der Absicht, zum Wohle vieler zu praktizieren. Also, Wissensklarheit in Bezug auf Zweck und Ziel, Art, Ausrichtung. Dann Nummer zwei, Wissensklarheit über Eignung und Nutzen. Heißt Klarheit darüber, was uns auf dem Weg weiterbringt. Manchmal oder oft sind unsere äußeren Möglichkeiten begrenzt. Dann üben wir uns in der Kunst des Möglichen, indem wir mit Klarheit die Entscheidungen treffen und die Mittel wählen, die uns auf dem Weg weiterbringen innerhalb unserer Möglichkeiten. Wobei ja ganz klar ist, dass unsere Möglichkeiten, das variiert und manchmal hätten wir mehr Möglichkeiten, als wir wirklich uns zugestehen oder haben möchten. Das ist ein anderes Thema. Vielleicht, ich wollte 4 Wochen ins Retreat im Herbst. Leider war das Retreat schon ausgebucht. Oder beim Job.
kommt dann doch etwas dazwischen, klappt nicht, schade. Gebe ich nun gleich auf oder mache ich in dieser Zeit vielleicht persönliche Praxis, weil ich die Zeit zum Teil immer noch habe, kann nicht ans Retreat dort, vielleicht kann ich anderswo hingehen, oder lasse ich es einfach sein. Was könnte ich tun in den Möglichkeiten, die ich jetzt noch habe, was sich am besten eignet? Und welche Praxis würde ich anwenden, die in dieser Situation am geeignetsten ist? All das zu sehen und sich darüber im Klaren zu sein, ist Wissensklarheit über Eignung und Nutzen. All die vier Punkte gäbe je ein Vortrag für sich selbst. Wissensklarheit im Meditationsbereich bedeutet, das Nummer 3 bedeutet, dass wir die Dharma-Praxis oder unsere spirituelle Praxis in unser Leben integrieren. Aus der Meditationsbereich, das ist nicht der Meditationsbereich, die 20 Minuten in der Ecke auf dem Kissen bleiben, sondern dass der Meditationsbereich ausgedehnt wird. Dass wir die Dharma-Praxis in unser Leben integrieren und vielleicht mehr noch mit vertiefter Hingabe mehr und mehr unser Leben ins Dharma integrieren. Also ist schon toll, wenn wir Dharma in unser Leben integrieren. Aber wer konsequent dran sein will, kann sogar sein Leben ins Dharma integrieren, sodass das Leben unsere Praxis ist. Es ist dann nicht, ist mein Leben und ich habe auch noch Praxis neben Golf und was wir sonst noch tun, Skifahren. Oder. Das bedeutet ganz direkt auch, dass wir uns tiefer und tiefer der Wirklichkeit und damit der Vergänglichkeit und der Nichterfassbarkeit aller Dinge bewusst sind und dadurch innere Freiheit und innere Verbundenheit stärken. Nummer 4, Wissensklarheit der Nichtverblendung. Letztlich bedeutet die Täuschung, ein Stück weit Wiederholung von was ich vorhin schon erwähnt habe, die Täuschung von Permanenz, von Solidität, von individueller Getrenntheit und von Selbstexistenz gänzlich zu durchschauen. Jnanaponika Mahathera schreibt, sie, also die Wissensklarheit der Nichtverblendung, Nummer 4, beseitigt durch das klare Licht wirklichkeitsgemäßen Wissens und Verstehens jene tiefste Verblendung, die den Menschen umfängt, Doppelpunkt, den Ich-Wahn. Hier sind wir also beim ganz Wesentlichen angelangt. Eben der befreienden Erkenntnis von der wahren Natur allen Seins, in uns selbst und in allen Erscheinungen des Lebens. Und diesen Aspekt möchte ich noch etwas weiter verfolgen, vor allem in Bezug auf die Person. Wir haben gesehen, dass die Achtsamkeit und die Wissensklarheit gründlich sein sollten in ihrem Interesse an der Natur der Dinge. Wissensklarheit sieht, dass jede Erfahrung, die entsteht, sich vorweg verändert und wieder vergeht, nur um sogleich nahtlos von der nächsten ersetzt zu werden. Das macht es ja manchmal so schwierig, dieses Jetzt, 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 weil es ist ja nahtlos. Es ist vorweg, sind Erfahrungen da. Es ist nicht wirklich, im Moment ist die Erfahrung von Sehen, die aufhört und jetzt höre ich und mitten drin ist der Zwischenraum, der macht oder ein kleines Plakettchen, das sagt, okay, Ende hören, Anfang sehen, jetzt kommt Denken. So wie Rumi schrieb, die Erscheinungen kommen anmarschiert, eine nach der anderen. Sobald eine da ist, ruft die nächste, hau ab, jetzt bin ich dran. Das ist jetzt, 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 jetzt. Wissensklarheit erkennt hoffentlich auch mehr und mehr, dass die Dinge des Daseins nicht so sehr unseren Vorstellungen entsprechen und unseren Erwartungen gehorchen, sondern ihren eigenen Gesetzen folgen. In Abhängigkeit von Ursachen und Bedingungen entstehen und vergehen. Und rein nur in unseren Tagen hier ist eine außerordentliche Erleichterung, wenn wir das wirklich hören würden oder wenn wir das wirklich hören. Wenn ihr schaut, wie viel
Anstrengung wir investieren, um Meditationserfahrungen so hinzukriegen, wie wir sie gern haben möchten. Und die Erkenntnis, die befreiend ist, ist die Erkenntnis, dass Erfahrungen von Moment zu Moment zu Moment ihren eigenen Gesetzmäßigkeit folgen und uns nicht vorher fragen. Ich finde das völlig blöd. Aber die fragen nie. Das ist eine unhöfliche Moment-zu-Moment-Erfahrungsprozesse, die uns nicht fragen, was wir eigentlich gerne hätten. Ist doch befreiend, wenn uns das irgendwie mal klar wird. Und dann ist die Praxis einfacher. Wir müssen nur schauen, was läuft. Und nicht schauen, was läuft und wie wir es anders hinkriegen möchten. Diesen Aspekt möchte ich ein bisschen weiter verfolgen. Wenn wir wirklich Moment zu Moment hinschauen, sehen wir innere, äußere Wahrnehmungen, nicht die Dinge selbst, sondern der Prozess des Wahrnehmens, von Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Denken, Fühlen. Die Events, die Erfahrungen im Körper, in verschiedenen Sinnen, in Herz und Geist, die sich vorweg in komplexer Weise gegenseitig beeinflussen und bedingen. Das ist ein Prozess, ist nicht zufällig. Das ist ja vielleicht das, was auch uns ein Gefühl für Solidität gibt. Es ist nicht, dass wir zur Tür reinkommen und hier und plötzlich in der Küche stehen. Es hat schon eine Gesetzmäßigkeit, die eindeutig ist. Das gibt auch das Gefühl von Kontrolle und Solidität und es gibt nicht ein Gefühl von Prozesshaftigkeit. Gerade wenn wir oder wenn wir die Berge anschauen, die Prozesshaftigkeit ist relativ langsam dort. Ich glaube, 1 Millimeter oder 2 pro Jahr nehmen die ab, werden kleiner. Wenn man Bergstürze und Murgänge und all das sieht, dann sieht man, dass sie ziemlich in Bewegung sind. Aber es ist nicht so offensichtlich. Dieser Prozess, der ständig stattfindet in und um uns, das Leben ist, nennt Thich Nhat Hanh Intersein. Sein hat etwas leicht Statisches. Intersein hat eine komplexe Verbundenheit. Der Buddha nannte es bedingtes Entstehen oder abhängiges Entstehen. Das klingt so ein technisches Wort, aber bezieht sich auf die Moment-zu-Moment-zu-Moment Prozesshaftigkeit von aller Dinge, allen Lebens, aller Wahrnehmung. Wenn wir achtsam und weise hinschauen, sehen wir die Wirklichkeit, das Leben in Action. Das ist dann Vipassana. Dieser verwobene, dynamische Prozess aus Körpersinneserfahrung, Gefühlen, Bewusstsein und emotionalen Reaktivitäten, der hat diese seltsame, vielleicht auch praktische Angewohnheit, sich mit diesem Prozess, also mit sich selbst, zu identifizieren. Dieser kontinuierliche, abhängig entstehende Prozess identifiziert sich mit sich selbst und trennt sich ab, vielleicht aus praktischen Gründen. Und dann sage ich, meine Partnerin, mein Auto, ich habe meine Vorstellungen, das sind übrigens die richtigen, meine Hoffnungen, meine Erwartungen und meine Ängste zu all dem. Aus dem Fluss der Erfahrung des Lebens heraus isoliert der Geist, der ja eigentlich auch Teil des Flusses ist, ich, mich, mir und mein heraus. Und wie gesagt, ist zum Teil ganz praktisch und hilfreich, gerade mit Partnerinnen oder Partnern oder Autos kann diese Unterscheidungsfähigkeit sehr nützlich sein und uns vor Problemen bewahren. Aber leider hat der Geist nicht nur die Angewohnheit, sich mit dem, was ich bin, mit dem, was mir und mein ist, zu identifizieren, sondern er beginnt auch gleich noch daran anzuhaften. Da kommt die Problematik wirklich dann zum Tragen. Weil damit unnötig viel Leiden entsteht. Jetzt erfahren wir Atta, ich selbst, als wäre es unabhängig, als wären wir unabhängig existierende getrennte Wesen. Ein aus dem Prozess, aus dem Fluss des Lebens scheinbar und auch fühlbar herausgelöste Entität, eben ich im Gegensatz zum Rest der Welt.
Wenn wir diese Täuschung durchschauen, erfahren wir Anatta, nicht selbst. Wir sind immer noch, wer wir sind, aber diese isolierende Art der Selbstwahrnehmung und das Anhaften daran fällt weg. Und das bedeutet große Erleichterung und macht die immer schon vorhandene Verbundenheit allen Lebens wieder spürbar. Und ich möchte einmal mehr mein Beispiel vom Wetter bemühen, um das Ganze zu illustrieren. Ich weiß, ich habe es schon unzählige Mal getan, aber vielleicht hat es noch einige, die es nicht gehört haben. Bis ins 8. Jahrhundert wusste man überall in germanischen Landen, dass, ich weiß nicht, ob es Thor oder Wotan oder Donar war, wer immer es war, der Wettergott ist und somit das Wetter macht. Und das war nicht ein Glaube. Man wusste es, es war klar, jedes Kind wusste es, das ist so. Er konnte lebensspendenden Regen schicken oder vernichtende Gewitter mit Sturm und Hagel. Jeder und jedes Kind wusste das. Und es muss Tempel und Opferstätten gegeben haben, an denen man zu ihm betete, damit er keine Dürre oder auch kein Hochwasser schicke. Vielleicht musste man gar lebende Opfer darbringen, höchstwahrscheinlich. Und manchmal war er gnädig und manchmal gar nicht. So lebte man oft in Furcht. Wenn wir heute, wer das von euch tut, die Meteosendung schauen, dann erklärt uns Herr Bucheli oder Frau Bähler oder andere von euch, ist es vielleicht Herr Kachelmann, das Satellitenbild der Wetterlage. Er zeigt die Hoch- und Tiefdruckgebiete, spricht über Hektopascal, wodurch ein warmer Südwestwind entsteht und Regen bringt auf der alten Nordseite. Ob wir es so ganz verstehen oder nicht, jedem ist klar, dass wir es mit einem lebendigen, prozesshaften System zu tun haben, das sich mit vielen komplexen Abhängigkeiten und Bedingungen ständig verschiebt. Zeigen sie auch, manchmal sieht man, es verschiebt sich das ganze Zeug. Aber es ist noch nicht mal sicher, dass es so verschieben wird. Es gibt die verschiedenen Computermodelle. Es ist ein wahnsinnig komplexer Prozess. Niemand von uns, nicht ein einziger glaubt, dass Wotan oder sonst jemand das Wetter ist und entscheidet, wo und für wen und wie viel geregnet und gehagelt wird. Das kann man sich mal in den Sinn. Es ist so offensichtlich prozesshaftes Geschehen, prozesshaftes, gesetzmäßiges Geschehen. Wahrscheinlich finden wir diesen alten Glauben rückständig und belächeln ihn vielleicht sogar Leute, die glauben, da sei jemand. Ziemlich naiv. Aber genau das tun wir mit dem Leben hier, mit dem Leben, das wir sind. Klar, es ist ein lebendiges, dynamisches System mit Blutdruck und emotionalen Tiefdrucklagen, haben wir manchmal auch, und all dem Rest. Aber da ist jemand, jetzt ehrlich. Da ist jemand, dem es gehört, der es hat, der es ist. Nämlich ich, Fred, in meinem Fall. In eurem Fall ist es euch. Und das Interessante ist, ich spüre es. Das ist nicht irgendeine philosophische Idee, sondern ist ganz klar, ich. Denk mal, ich. Das ist offensichtlich. Ich weiß es. Ist genauso naiv wie bei Wotan. Ist genauso naiv. Das heißt nicht, dass wir es nicht spüren. Und ich hoffe, ich denke daran morgen, dass ihr bei der Achtsamkeit auch die Art und Weise, wie dieses Selbst- oder Ich-Gefühl entsteht, mit einschließt. Damit ihr besser seht, wie das ganz von selbst immer wieder passiert. Achtsames Gewahrsein und Wissensklarheit durchschauen diese Täuschung, diesen Ich-Wahn. Wir sind immer noch bei Nummer 4. Und dieses Durchschauen ist sehr erleichternd. Wenn wir das mit Wotan oder Donar durchschaut haben, ist das Wetter immer noch da. Wir haben durchschaut, aber das Wetter ist immer noch da. Das heißt, nicht Wotan oder nicht Donar heißt nicht, es gibt kein Wetter. Nicht selbst. Oder in dem spezifischen Sinn nicht Fred heißt nicht, dass er sich plötzlich in Luft auflöst. Also immer die Frage, wenn es kein Selbst gibt, dann was sind wir dann? Wir sind dieses Leben, dieser Prozess.
Nur nicht in der Art, wie wir es so oft erfahren. Es heißt auch nicht, und das ist vielleicht auch noch ganz hilfreich zu erinnern, es heißt auch nicht, dass man etwas loswerden muss. Das ist dieser schrecklich berühmte Satz in spirituellen Kreisen. Ich müsste oder du solltest endlich dein Ego loswerden. Das ist eine abendländische Vorstellung. Da ist etwas Schlimmes in uns. Etwas Schlechtes, das nicht okay ist oder unheilsam ist. Und das müssen wir loswerden und dafür praktizieren wir. Es ist nichts, was wir loswerden müssen. Außer diese Täuschung des separat existierenden, unabhängig irgendwie solid existierenden, scheinbaren Selbst. Was halt die Trennung schafft. Es ist das Erkennen des Lebens, wie es wirklich ist, das befreit. Auch hier ist nicht etwas, was wir tun. Wir sind achtsam und dann haben wir es und hopp, jetzt tue ich was. Ich werfe es raus oder was immer. Es ist, je klarer wir sehen, desto weniger verhaftet sind wir in der ganzen Geschichte. Es ist das Erkennen des Lebens, wie es wirklich ist, das befreit. Das Leben als Wetter, das Leben als Wester, das Leben als Fred oder als wer immer. Es ist immer sich selbst das Leben und immer nicht selbst, im Sinn von Anatta. Niemand, der es hat, ist oder es kontrolliert, der hinten dran irgendwie im Kranführerhäuschen sitzt und das Ganze manipuliert. Auch wenn es sich immer wieder so anfühlt und wir es immer wieder versuchen. Aber genau dadurch entsteht so viel unnötiges Leiden. Wäre so einfach. Ich möchte mit Kalo Rinpoche schließen. Wenn du den heiligen Dharma praktizierst, werden die Wolken des Leidens langsam wegziehen und die Sonne der Erkenntnis und der großen Freude wird am klaren Himmel deines Herzens und Geistes scheinen.